Grüße euch mal was ganz anderes von Januar 1996. Ich bin ein Scheidungskind und es gibt halt so viel. Das sind so Gedanken, die ich mit jemand nächtelang ausgearbeitet habe. Und ich möchte euch einfach mal vorlesen, was ich dazu aufgeschrieben habe. Ich möchte Liebe und Geborgenheit, also im Gesamten Sicherheit. Sicherheit gleich Vertrauen. Geborgenheit gleich Wärme. Liebe gleich Leidenschaft. Zeit regiert die Welt. Zeit reagiert die Welt der Gefühle. Zeit soll Wunden heilen. Doch entsteht die Frage, ob Narben bleiben oder nicht. Narben werden unsichtbarer durch Einsicht von Fehlern und durch Verzeihen können. Ein neuer Besen kehrt immer gut, bloß muss man seinen jetzigen Besen hegen und pflegen, damit man den ständigen Kreislauf von Auf und Ab, beziehungsweise gute Zeiten, schlechten Zeiten gemeinsam durchstehen kann. Zum Beispiel verstumpfter Glanz älterer Möbel, wenn sie nicht gepflegt werden. Bevor man sich von dem Glanz neuer Möbel blenden lässt, sollte man erst die älteren Möbel abwischen und polieren. Dieser Glanz ist meist überwältigender als jedes neue Möbelteil. Fazit: Mit dem zufrieden sein, was man hat. Einsicht gleich Weitsicht. Achtung: Bei zwei Personen gleich Steigerung von Vertrauen. Vorsicht: Bei einer Person gleich falsches Spiel, Verrat. Entscheidung, ja oder nein. Jeder muss für seine eigene Aussage bzw. Entscheidungen gerade stehen. Nicht die anderen, die dich durch eine gewisse Aussage ausnutzen. Mach dir nicht zu viele Gedanken, worüber du dich jetzt nicht entscheiden musst, weil du durch eine Entscheidung in deiner jetzigen Situation nichts veränderst. Zu 100% ich, zu 100% ein Mensch. Da habe ich so eine Zeichnung aufgestellt. Vater, Mutter kommen zusammen, Entstehung, das Kind, die Familie, die Trennung. Mutter und Vater gehen wieder auseinander. Beide lieben ihr gemeinsames Kind.
Wer bekommt das Kind? Ja. Streitigkeiten. Viele Eltern denken da überhaupt gar nicht drüber nach, dass das, wie ein Kind darunter leiden muss, ja. Sich für eine von beiden zu entscheiden oder wie sie sich gegenseitig bekämpfen, auch so gewisse Rosenkriege, sich gegenseitig das Auto klauen und lauter so Blödsinn, ja. Das Kind, wenn es zu klein ist, wird der Mutter zugesprochen. Das Kind braucht aber Mutter und Vater. Ein Elternteil kann nicht beide ersetzen. Sie können durch Freundschaft, ja, viel bewegen. Es wird auch gesagt, auch unbewusst, du bist dein Vater oder du bist deine Mutter. Das Kind ist aber durch die Liebe von Vater und Mutter entstanden, aber nicht 50% Vater und 50% Mutter, sondern 100% ein Kind. Ja? Hört auf zu behaupten, ja, ach, du bist deine Mutter, ach, du bist dein Vater, ja, das Kind ist zu 100% das Kind, ja, es entwickelt seine eigene Charaktereigenschaften, es macht seine eigene Fehler, man kann weder die Fehler von Mutter noch Vater dem Kind verhalten. Lass das! Hört auf damit! Und wenn ihr so etwas seht, dann macht sie darauf aufmerksam. Hilft den Kindern. Manche sind so verbohrt und voller Hass, weil sie mit dem ehemaligen Partner immer noch verbunden sind durch die Kinder, dass sie alle 14 Tage sehen müssen. Ja, dass sie jetzt nicht die Kinder, sondern den ehemaligen Partner, ja? Lasse doch die Kinder nicht drunter leiden. Es gibt für das Kind nichts Schlimmeres. Das prägt das Kind sein ganzes Leben lang. Vertragt euch. Ja? Versucht es in Ruhe auszudiskutieren. Ich finde es jetzt auch schade, dass auch die Eltern dieser beiden Kinder sich jetzt trennen lassen. Aber wenn es in einer Beziehung nicht mehr funktioniert, dann sollte man sich auch trennen und nicht den Kindern zuliebe zusammenbleiben, ja? Das prägt sie auch mit. Ich habe auch nicht behauptet, dass es perfekte Menschen gibt. Ja, das muss ja auch nicht sein. Jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten, gute und schlechte Eigenschaften. Aber überlegt mal, durch welches Verhalten oder auch Starrsinn und Eigensinn, einen gewissen Weg zu beschreiten, man den Kindern vielleicht wehtut, ja? Das ist so der Stand von 1996 gewesen. Es hat sich nicht viel verändert. Kennt ihr? Es hat zu 100% ihr selbst. Und ihr selbst bestimmt, wie euer Leben wird, wie ihr euch verhalten möcht.
ob ihr einen gewissen Verhaltensmuster, die euch selber wehgetan haben, hineinverfällt, auch unbewusst, sehr oft unbewusst. Manchmal braucht man einen erfahrenen Helfer, Psychologen. Das heißt aber nicht, dass ich euch raten möchte, Psychopharmaka zu nehmen. Nein, davon möchte ich eher abraten. Es gibt Johanniskraut, es gibt Yogi-Tee, Glückstee, Zitronenmelisse, ja, Nerven- und Schlaftee. B-Vitamine würde ich euch empfehlen, wenn ihr schwache Nerven habt. Und was mir sehr geholfen hat, um von den Psychopharmaka mit 22, 23 wegzukommen, ist eine Bachblütentherapie. Ich vertrage die Trägerstoffe nicht und ich bin froh, dass ich toi 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 16, 17 Jahre keine Psychopharmaka mehr benötige und einen sehr guten Hausarzt gefunden habe, der mich auch unterstützt hat. Vielen Dank, Dr. Shams Eldin.